Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Hunt 15. Wieder mit dabei mein Jagdkollege, Hallo. der Werner. Und wir haben den Standort ein bisschen gewechselt, auch die Tageszeit einmal geändert. Und wir hoffen jetzt mal, dass wir hier einen Steinbock finden. Das wäre Nach gut. langer Suche. Das wäre gut. Wollen wir in die Richtung gehen, weitergehen? So, irgendwo? Nach oben, okay. Nach oben. Oh, was war das? Ich habe eine Spur. Oder war das ein Geräusch? Ein Geräusch, ein ne? Geräusch. Ja. Steinbock. Ich, vielleicht kommst ja. du langsam mal hoch. Nicht das. Ich geh noch ein Stückchen hoch. Glaubst du, sind die ganz oben am Berg oder schon etwas weiter unten? Ich hoffe mal, dass sie weiter unten sind. Weil wenn wir die oben, wenn die oben stehen, ist es mit dem Schießen ja, das ist so. Schwierig. Ich bin auch gerade bei. Ein bisschen gucken hier. Noch nix. Noch nichts. Aber laut Geräusch sind sie da oben. Da kommen wir nicht hin, wir ne? Nicht hin. Wir können vielleicht noch ein bisschen da rumlaufen. Ja, der Gegend, die sieht natürlich das schon ist nicht gemacht, so, ja. wie die Steinböcke aus. Da muss ja irgendwo einer sein. Das Problem ist ja, die Steinböcke, die können ja besser klettern als wir. Wie man in den letzten Folgen wahrscheinlich schwer erkennen konnte. Stopp, 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 stopp. Stopp. Links hoch. Stopp. Im Fernglas. Steinbock. Zwei Stück. Ja, siehst du sie? Wobei der links scheint mir älter zu sein. Soll das so bestätigen? Er hat ja. auf alle Fälle ein größeres Geweih. Wir können ja mal das uns langsam machen, aber ich in der. Da hocke. Ja. Walter? Ganz wichtig. Ach ja. Angst, Scheiß. Ich hoffe, ich rodel hier nicht gleich runter. Ups. Ja? So, Werner? Okay. Ach. Ach Quatsch, das war ein Indikator. Das ist Deo vergessen. Hightech-Mitteln hier. Nee, ich hab's jetzt. War noch drin. So, jetzt geht's. Okay. Ich habe jetzt auch eine andere Waffe dabei. Für den Fall, dass wir. Die Steinböcke nicht mehr. Alter, ich sehe die Steinböcke nicht mehr. Sind wir etwas weiter nach oben gezogen. Ja. Ha. Das ist ja auch nicht mehr. So. Das nennt man jetzt wohl eine erfolgreiche Steinbock. Aber wir haben sie zumindest gesehen. Ist schon mal was. Wir haben sie gesehen. Das ist schon mal Anfang. Wenn die so weit oben sind, dann ist das schon extrem schwierig. Die Frage ist halt, ob man auf dem Berg wirklich irgendwo drauf kommt, oder? Weil wir rutschen hier überall ab. Also wenn man den Pip sieht, dann kann man das ja schlecht immer erkennen, das ist das Problem. Au, au, au! Werner?
Alles gut. Ich habe da, glaube ich, was gehört. Könnte ich gewesen sein. Ja. Okay, dann war es wahrscheinlich der Werner. Nee. Aber wenn das so steil ist, dann müssen auch die normalerweise runterrollen, wenn man die ja schießt. Will ich auch sein. Also wenn man sie schießt. Ja, wenn es nur schießen, wenn man sie sieht, ist doch auch Quatsch, oder? Ja, das ist jetzt auch gar nicht das Alter und war auch weit weg. Jetzt ziemlich weit weg. Das wir gehen jetzt eigentlich immer. Wir entfernen uns eigentlich immer mehr von den Steinböcken. In der Hoffnung, dass wir irgendwo eine Stelle finden, glaub, was tiefer ist, wo wir dann raufkommen. Ich glaube, ich kann das Gewehr schon wieder einpacken. Das ist halt schwierig. Also die anderen Tiere waren ja. Boah, geht. Aber das ist jetzt schon schwierig. Wir haben auch schon Tiere geschossen, die gar nicht schießen wollten, wie so ein Bär zum Beispiel. Aber von Steinbock. Weiß ich nicht. Da hinten sieht es auch schon wieder ein bisschen aus, als würde man das da vielleicht gut hochkommen. Aber wenn man mal oben ist, dann glaube ich, hat man sehr, sehr viel mehr Chance. Aber die Aussicht hier ist auch der Wahnsinn. Das stimmt. Also die Map, oder die Maps generell sind schon gut gemacht. Okay. Da Alter, wirf das Seil her. Ich gehe hoch. Okay, Werner. Oh, hast du das nicht dabei, Werner? Hab nicht ich das Zelt? Ich hab nicht mal ein Zelt mit. Okay. Werner, ach, verdammt. Könnte ich aber mein Zelt aufstellen. Ob es jetzt funktioniert. Den war auch kläglich gescheitert letztes Mal. Nee? Achso. Ja? Nur der Host darf hier permanent. Permanent. Oh, ich habe leider keinen Zelt mit. Kannst du mir das geben? Schade. Ne, das ist mein Zelt, Mann. Ja. Dann schlafen wir wohl unter freiem Himmel heute. Dann, ja. So, ich muss mal schauen, wo wir jetzt überhaupt sind hier. Okay. An der Felswand, ja. Aber jetzt wird uns nicht mal der Jagdhund was bringen, ne? Schade. Hey. Aber es wäre kein Klettern. Ja. Und uns mit hochziehen. Weiß. Dum, 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 dum. Ich glaub, hier waren wir nicht. Aber noch wir sind letztes Mal, glaube ich, in die andere Richtung gegangen. Aber hier ist auch irgendwie Feierabend. Weiß nicht. Ich kann mal kurz nach unten, ob man da irgendwie. Ja gut, da hinten würde ich. Also hier ist definitiv Feierabend. Ja dann. Komm ich zu dir. Jo. Ja, gehen wir da hinten rein. Irgendwo muss man ja hochkommen, das kann ja nicht sein. Uhr ist jetzt schon wieder. Oh. Aber die Berge sind hier schon etwas niedriger gesetzt. Weiter vorne waren sie richtig hoch, also da hast du keine Chance gehabt. Ja, vielleicht kommt er nach der Jagd von das der kann sein. So
für uns eine Helikopterarbeit. Ja, aber ich freue mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon auf den Jagdhund. Ja, dann wird das, also ich hoffe mal, dass da dann auch die geschossenen Tiere. Weil das war ja von uns eigentlich nur mal so dahergeredet, ne? Und eine Woche später wird tatsächlich bekannt gegeben, dass der Jagdhund kommt. Also zumindest mal ein Jagdhund. Ich glaube, ein Labrador ist das, was kommt. Ja, sollen aber noch, glaube ich, 2, 3 andere hinzukommen. Aber das ist jetzt schon mal ein Anfang, wenn ein Jagdhund da ist. Ja, dann meinst du, wenn wir da nicht hochkommen. Ah. Aber ich würde sagen, Walter, das hat so gut funktioniert mit dem Jagdhund. Also wünschen und dann wird's erfüllt. Wir wünschen uns jetzt ein Helikopter-DLC. Ja. Schaut, ob das was... Ach, komme ich hier nicht hoch? Nee. Schaut, ob das was wird. Ja, hoffentlich. Walter? Ich bin fast oben. Aber noch fast. Ich bin nicht reingekommen. Nein, noch nicht. Schau doch mal mit dem Fernglas nach unten. Aber das sind... Alter, keine Chance, dass ich da hochkomme. So dicht bewachsen. Ich sehe aber auch auf dem Berg. Boah, jetzt, ne? Walter? Schubs! Ja, dann kannst du alleine deine Steinbrücke suchen, Alter. Achso, ich kann nicht doch keine schießen. Schon mal probiert. Hat nicht funktioniert. Oh. So. Aber da gibt's auch nicht. Nee, es gibt hier keine Chance hochzukommen. Also ich. Da ist jetzt dann die. Da ist jetzt dann die Felswand. Nach der Felswand ist die Map schon wieder zu Ende. Und ganz links waren wir auch schon. Gebiet. Da vielleicht nochmal ab. Suchen dann die Felswände. Das auch mit dem Fernglas, vielleicht sieht man zumindest was. Hier unten sieht man auch nichts. Aber Walter, willst du es, glaubst du, ist besser, wenn wir es im Südosten versuchen? Also okay, nicht genau gegenüber vom Berg. Das weil können wir mal testen. Ich meine. Wenn wir nicht hochkommen, was sollen wir denn machen? Viel weniger Erfolg als hier können wir nicht haben. Ich gehe da nicht runter. Du kannst runterrollen wie ich. Das hat ziemlich gut funktioniert. Au, sag au, ich doch. Au. Ich habe einen roten Bildschirm. So, Pflaster drauf und geht wieder. Alter, stehst du bitte auf? So. Ja, geht aber. Wir gehen einmal quer über die ganze Map. Aber wir können jetzt hier gleich nachschauen, wo wir denn hochgehen wollen. Wollen wir wieder da rumlaufen? Oh, ich hab mal gepfiffen. Alter, hier bin ich. Hier bin ich. Das war okay, ich verstehe. Für diese Folge. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.